Es sieht so aus, als hättest du einen sehr unruhigen Schlaf. Die Haltung kann nicht gesund sein. Und wir rauben mal ein paar Kisten aus hier. In der Kiste, ist ein wenig Munition, aber massig Munition. Schon mal besser als ein paar Amos-Bolzen. Also hier lohnt sich Schleichen echt. Ich hätte gar nichts kaufen müssen bei Mercurio. Weil hier ist echt alles drin. Oh. Dieser Mönch war sehr arm. Ist natürlich eine Frage, warum solche Tempeltypen hier massig Munition gelagert haben. Und die ist jetzt schon zu viel für mich. Jupp. Aber ich kann ja trotzdem mal überall einen Blick reinwerfen. Ein wenig Blut hätte ich mal gerne, so zum Mitnehmen. So, Blood to go. Drive by Blood, so mäßig. Wisst ihr? Ihr habt ja alle Munition in euren Kisten. Ich brauche nicht jede Waffe voll haben. Es sei denn, Ming Zhao verträgt Kugel nicht, dann ist das natürlich eine gute Sache. Bis wirklich jede Pistole und alles voll ist hier. Scharfschutzmunition können wir aber noch mitnehmen, weil wir haben erst 42 Schuss. Das könnte knapp werden. So wie ich mich hier rumballer. Und eine leere Kiste. Okay. Aber waren wir hier nicht schon? Wir sind doch schon wieder in dem Hauptraum. Jetzt sind wir bei Steinbuddha. Hä? Ja, na klar waren wir hier schon. Oh. Trotzdem sollte ich vielleicht nicht umherrennen. Man weiß ja nie, wo wieder irgendwelche Leute in den Wänden sitzen. Hier waren wir schon. Wir sind jetzt hier einmal in den Kreis rum. Haben auch alles eingesackt und so. Das ist eine gute Sache, aber weiter geht's hier um nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich da runter, in der Mitte von diesem Raum. Gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Nee. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Das war knapp. Wo kommt ihr denn bitte auf einmal her? Waren das die, die mich vorhin von der anderen Seite gesehen haben? Yay, mehr Stealth Kills. Weil es so einen Spaß macht. Ich glaube, die mit den Armbrüsten sind nicht ungefährlich. Ah, ich bin sichtbar, ich bin sichtbar. Ruhe, bevor mich dein Kumpel hört. So, danke. Für die Armbrustmunition. Dich da würde ich gerne aussaugen. Mal gucken, ob mein Vorhaben klappt. Wunderbar. Ich danke dir für die Auffüllung meines inneren Blutkarmas. Friede sei mit dir. Ach, du hast dich ja schon aufgelöst. Was? Du hast mich doch gar nicht gesehen. Bleib mal schön auf dem Teppich, Junge. Ist das geil hier, ey. Diese Gerätschaft. Ich frage mich, ob die einen Sinn hat oder ob die einfach nur da ist, um die Landschaft zu verschönern. Auf jeden Fall verschönert die Landschaft jetzt gleich sein Blut. Schönes Tattoo. Ich habe es mal ein bisschen rot eingefärbt. Ich denke mal, das stört dich nicht. Die Kerle sehen auf jeden Fall schon ziemlich stark aus. Und ich denke mal, hier geht's rein. Ja, es sieht so aus, als ob es hier weitergeht. 1000 Fallen. Yeah, cool. So, wo gehen wir denn rauf? Ich will nicht aufgespießt werden. Oder sind die Fallen daneben?
Ah, Trick 17. Die Fallen sind nicht die Platten, sondern sind neben den Platten. Die Frage ist, wie lange? Ne? Und was ist hier? Ich will alles wissen. Okay, hier scheint mir so ein Zentrumraum zu sein. Und auch du stirbst. So viele tote Menschen wie möglich. Das hier ist mein Ziel. Im Alleingang die Quetschen ausheben. Aber immerhin, sie haben eine gute Luftzirkulation hier drin. Finde ich ja geil, dass sie da sogar diesen Mechanismus animiert haben. Hätten sie gar nicht machen brauchen. Und dann auf den Dingern ist sogar noch was aufgemalt. Da sieht man mal, was die für eine Arbeit hier teilweise reingesteckt haben. Das ist Wahnsinn. Die Detailverliebtheit. Muss man einfach loben. Richtig nice. So, hier geht's rein. Schon wieder Buddha? Das sieht ja hier genauso aus wie oben, nur unten. Naja, mal gucken. Ming Zhao, wo bist du? Ich will dich endlich töten. Denn das kann ich ganz im Alleingang. Wow. Der sieht auch nicht ungefährlich aus. Bleib mal schön da stehen. Die fahren da mit ihrem Schwert raus. Und sehen mich nicht. Aber die denken, dass jemand ist, weil er auf die Platte tritt. Meine Fresse, ey. Ist natürlich eine schöne Sache, den Spieler hier mit diesen Platten zu verwirren. Die mal fallen sind und mal der sichere Weg. So. So. Schon wieder. Hey, wenn ihr unbedingt alle mein Futter sein wollt. Ist ja nicht so, als ob ich die Animation nicht gerne sehe. Es ist schon ein cooler Effekt mit diesem schwarz, mit dem grauen Licht. Das auf einen fällt, wenn man jemanden aussaugt. Das sieht ziemlich zentral aus hier. Der große Buddha. Hallo, jemand zu Hause? Ming Zhao? Oder irgendein Geheimgang, der zufällig unter dieser Buddha-Statue steckt? Oh mein Gott, ich soll echt was schieben in diesem Spiel. Ist ja witzig, dass sie noch Mechaniken nahebringen, die man noch gar nicht benutzt hat in diesem Spiel. Finde ich lustig. Ich meine, wenn man das ständig machen müsste, wäre es bescheuert. Aber so jetzt, wenn es einmal vorkommt, lockert es doch auf. Ist wieder was Neues, das so gar nicht im Spiel bisher vorkam. Ich meine, man gab ein, zwei Stellen, wo man Kisten schieben konnte, aber das war nicht unbedingt so Rätsel verbunden. Komme ich jetzt hier runter? Ja. Die Geheimhallen der Quetschen. Ich rieche einen Endkampf. Oh ja. Welche kranken Experimente werden die Quetschen und Ming Zhao hinter dieser Tür veranstalten? Gehen wir rein. Jetzt geht's los und ich habe verdammt wenig Blut. Scheiße. Immerhin habe ich im Vergleich zu dem Timiske wenigstens etwas Blut dabei. Es geht ja noch weiter. What the? Und ich dachte, ich wäre fertig hier. Was ist das? Ist das das Yin-Yang-Symbol in Stein? Also bloß, ich muss jetzt hier noch Rätsel lösen. Boah, wie krass, ey. Denkt man, man ist durch. Und dann geht das Ganze erst richtig los. Erstmal noch volles Labyrinth hier. Jo, ich check mal eure Bude ab hier. Sind mir ein paar zu helle Lichter hier, aber sonst. Echt atmosphärisch, Jungs. Und hier die Drachen in den Wänden und alles. Richtig nice.
Oh, wie es aussieht, brauche ich Statuen, die bewacht werden. Und nicht zu schlecht bewacht werden. Die muss ich bestimmt alle in den Hauptraum stellen und da öffnet sich dann der weitere Weg. Und auch hier wieder ist eine offensichtliche Steinplatte in der Erde. Ich nehme an, das ist die Falle. Ich probiere mal, ob ich die Stealth killen kann. Hey, who's there? Boah, meine Fähigkeit ist... Hey, stop right there. Boah. Meine Fähigkeit ist echt am Limit bei denen. Meine Schleichfähigkeit. Das reicht einfach nicht, um an denen vorbeizuschleichen. Im hellen Licht. Ah, finde ich auch gut auf eine gewisse Weise. So, würde ich sagen... Let's go. Okay, mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Hat ja auch was. Boah. Hauen aber ganz schön rein, ey. Ey, die verschanzen sich sogar intelligent. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber gerade so freuen soll. Habe ich das Teil jetzt eigentlich aufgenommen? Ich muss mal kurz gucken. Ah, hier liegt er. Jadekranich. Okay, weiter geht's. Einer weniger. Na, komm her. Finde ich ja geil, ey. Wie die KI auf einmal Sprünge macht. Was? Scheiße! Fuck, ich hab die Falle ganz vergessen. Ah, okay, wie mache ich das jetzt? Mann, ich hatte die anderen so schön ausgenommen. Scheiße. Ich muss den einen abknallen. Und den anderen dann aussaugen. Oh oh. Schieß! Ah, fuck, ey! Es war klar, dass es nicht nochmal so klappt. Mann! Kacke. Nee, ich benutze Geschwindigkeit, das ist sicherer. Vorhin hatte ich ganz schön Glück. Nein. Und ich könnte auch mal dann die Kleidung wechseln, früher oder später. Mache ich dann mal im Menü. Kann ich ein bisschen Zeit schinden. So. Oder einfach so jetzt hier. Schluck das! Geschwindigkeit auf Level 3! Alter! Hauen die rein, ey. Los! Holen dir! Holen dir! Wo sind die anderen jetzt hinter dir? Scheiße! Ich dachte, du bist tot! Renn doch nicht weg! Vollidiot! Voll Spacko, ey. Sorry, aber... Mann! Ich dachte, der andere war tot. Das ist natürlich jetzt unfortunate hier. Kriegen wir trotzdem hin. Geschwindigkeit auf Level 3 wird uns hier auf jeden Fall noch helfen. So, jetzt ist da wirklich nur noch der eine da hinten. Den wir schön aussaugen werden. Den Kranich haben wir jetzt, ja. Ihr Penner, ey. So. Falle wird so oder so ausgelöst. Ich versuche jetzt mal, den da hinten auszusaugen. Los geht's.
schon. Los. Los. Wunderbar. Und schon ist alles wieder gerichtet. Oh, eine Jadekätzchen. Wie cool. Okay, damit hätten wir die erste Seite, würde ich sagen. Jadekatze, Jadekranich. Weiter geht's. Auf zur anderen Seite. Die dunkle Seite der Macht. Ey, hier im Boden, ey, wie sich... Sieht man teilweise nicht, aber... Teilweise ist der Boden hier feucht in der Ecke und spiegelt und... Oh, hier haben sie echt nochmal alles reingesteckt. Richtig nice. Die letzten Dungeons. Da kann doch LaCroix Tower gar nicht gegen abstinken hier. Brauche ich da echt nur 4 Sachen? Ich check nochmal, wie viele Türme... Oh ne, ich muss mir auch noch merken, wo die drauf standen. Okay, dann machen wir das gleich. Auf die Falle muss ich aufpassen. Bin ich jetzt schon wieder lang? Hier. Hä? Hier war ich noch gar nicht. Dann nehmen die andere Richtung. Das ist echt ein Labyrinth hier. So. Der Kranich stand auf der verzwirbelten Säule. Verzwirbelt. Und die Katze auf der mit denen mit der 8. So, also. Ich hoffe mal, man darf die vorher schon reinpacken. So, hier war die Katze. Und die verzwirbelte Säule ist da hinten. Hier war der Kranich. Also der Dungeon hier am Ende gefällt mir richtig gut. Weil es passt auch mal hier. Ich meine, das Spiel spielt im modernen L.A. Da passt nicht so ein Dungeon hin, wo erstmal irgendwelche Monster sind oder so. Jeweils selten. Und hier passt es mal, weil das halt so eine Kultur ist, die hier ihren geheimen, verbotenen Tempel gebaut hat. Oder übernommen hat. Jetzt müssen wir die anderen Figuren erstmal finden. Bingo, würde ich sagen. Ah, da stehen wieder Typen. Vielleicht schaffe ich es ja, sie still und heimlich zu klauen. Weil die stehen da so schön an der Seite. Tschüssi. Ja, der Elefant. Meiner. Wo stand denn der drauf? Auf einer Säule mit einer Lücke.